Heute haben wir ein heißes Thema. Heute geht es um die 7 dümmsten Antworten, die man als Bewerber geben kann. Ich will Ihnen erläutern, welche Antworten das sind und warum diese Antworten dumm sind. Das heißt aber nicht, wenn Sie mal so eine Antwort verwendet hätten, dass Sie jetzt dumm wären. Das heißt nur, dass Sie an dieser Stelle vielleicht die Spielregeln noch nicht ganz durchschaut haben. Ich möchte Ihnen helfen, diese Spielregeln besser zu verstehen. Und wenn Sie wissen, was das Schlechte ist, was Sie nicht tun sollten, dann wissen Sie auch automatisch, was besser funktioniert. Ich werde Ihnen jeweils ein paar Sätze dazu sagen. Mein Name ist Martin Wehle, ich bin Deutschlands bekanntester Karrierecoach und gleich geht's los. Ja, hier kommen die 7 dümmsten Bewerberantworten. Frage Nummer 1, warum haben Sie sich bei uns beworben? Dümmste Antwort, die Sie geben, weil ich in meiner aktuellen Firma für mich kein Entwicklungspotenzial mehr sehe. Das wirft die Frage auf, warum sehen Sie kein Entwicklungspotenzial mehr? Ist es vielleicht umgekehrt, dass die Firma Sie nicht fördern will und hat Sie Gründe dazu? Und zweitens, nur weil es Ihnen in Ihrer jetzigen Firma nicht gefällt, ist es noch lange kein Grund, dass die neue Firma Sie aufnimmt. Sie sollten eine Antwort geben, die sich auf diese Firma bezieht, warum Sie diese Firma attraktiv finden und nicht, warum Sie aus der alten Firma weg wollen. Zweite dumme Antwort, die man als Bewerber geben kann auf eine andere Frage: Welche Entscheidung Ihres Lebens bereuen Sie? Und jetzt kommt das Antwort: Ja, ich bereue, dass ich im Jahr so und so viel bei der Firma Müller angefangen habe. Das war keine gute Entscheidung und keine gute Zeit. Lassen Sie das unbedingt, dass Sie auf Arbeitsstationen verweisen und sagen, ich bereue es, dass ich zu dieser Firma gegangen bin. Denn das zeigt, dass Sie unsicher sind beim Entscheiden für Arbeitgeber. Wer garantiert dem neuen Arbeitgeber, dass Sie nicht wieder daneben greifen? Also wenn Sie Entscheidungen des Lebens bereuen, sollten es idealerweise solche sein, die nicht unmittelbar etwas mit beruflichen Entscheidungen zu tun haben. Denn Sie sind gerade dabei, eine solche Entscheidung zu fällen und da sollten Sie Ihre Autorität nicht durch die Antwort untergraben. Dritte sehr dumme Antwort, die man als Bewerber geben kann: Welches ist Ihre größte Schwäche? Antwort: Ich sage immer, was ich denke. Das fehlt den Firmen gerade noch, dass da jemand kommt und ihnen die Meinung geigt. Das ist in der Tat so, dass Firmen allergisch reagieren auf Menschen, die einfach gerade heraus das sagen, was sie denken. Denn in Firmen kann man das nicht immer, da gibt es Hierarchien. Da darf halt der Bote nicht zum Vorstandsvorsitzenden sagen, dass er ein Depp ist, selbst wenn es so wäre. Das heißt, eine gewisse Diplomatie wird vorausgesetzt. Sagen Sie nicht, dass Sie allzu ehrlich sind, sondern geben Sie darauf eine andere Antwort. Nennen Sie eine Schwäche, die keine Relevanz für die Position hat. Ich habe dazu mehrere Videos gemacht. Schauen Sie die sich gerne an. Jetzt kommen wir auf den vierten Punkt zu sprechen. Die vierte blöde Antwort, die man als Bewerber geben kann: Welches ist Ihre größte Stärke, lautet die Frage. Antwort: Ich bin ehrlich und zuverlässig. Na, was Sie nicht sagen. Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit werden vorausgesetzt. Wenn Sie das betonen müssen, dann sind Hopfen und Malz verloren. Also nennen Sie da einen Punkt, der über den Standard hinausgeht. Nennen Sie eine Stärke, die sich mit der Stellenausschreibung deckt. Wenn da Kundenfreundlichkeit gefragt ist, geben Sie ein richtig tolles Beispiel, wie Sie in Ihrer alten Position Kunden gut betreut haben, Kunden gewonnen haben, und dann wecken Sie Hoffnungen, dass Sie es in der neuen Firma genauso tun. Dann hat die Stelle eine ganz konkrete Relevanz zur Position. Fünfte blöde Antwort, die man als Bewerber geben kann: Haben Sie weitere Bewerbungen laufen, lautet die Frage. Ja klar, mehr als ein Dutzend. Tun Sie das nicht. Wenn Sie sagen, dass Sie sehr viele Bewerbungen laufen haben, entsteht der Eindruck, dass diese Firma nur eine von vielen ist. Das mögen Firmen gar nicht gern. Die wollen, dass man sich bei ihnen gezielt bewirbt. Und sie sollten immer Gründe haben, warum sie gerade bei dieser Firma anheuern wollen. Klar, Sie können sagen, ich habe noch ein paar weitere Bewerbungen laufen, aber nennen Sie Gründe, warum diese Firma, bei der Sie gerade sitzen, Ihre erste Wahl wäre. Das schmeichelt den Gesprächspartnern und das erhöht Ihre Chancen ganz enorm. Jetzt kommen wir zur sechsten blöden Antwort, die man als Bewerber geben kann, und zwar Frage: Was tun Sie, wenn wir Sie nicht einstellen? Ja, dann bleibe ich halt bei meinem alten Arbeitgeber. Wissen Sie, wie das gedeutet wird? Sie sind offenbar unzufrieden bei Ihrem alten Arbeitgeber, aber Sie würden trotz Unzufriedenheit da bleiben. Das ist eine sehr passive Haltung und das weckt auch die Befürchtung, wenn Sie jetzt doch in dieser Firma genommen würden, dass Sie dort auch bei Unzufriedenheit Ihre Zeit absitzen, dass Sie in die innere Emigration gehen. In diesem Fall sollten Sie viel besser antworten, dass Sie dann Ihre Bewerbungen weiter vorantreiben und sich mit Firmen, die direkt nach dieser angestrebten Firma kommen, beschäftigen und ihre Dinge in die Hand nehmen und verändern.
Jetzt komme ich auf die siebte blöde Antwort im Bewerbungsgespräch zu sprechen. Und das ist die Frage, haben Sie noch Fragen an uns? Kommt immer meist ganz am Ende. Und jetzt, ja, ich wollte wissen, muss ich eigentlich Überstunden bei Ihnen machen? Und wenn ja, wie viele? Wie hoch ist mein Urlaubsanspruch? Und wenn wir schon dabei sind, mit wem rechne ich eigentlich meine Fahrkosten ab? Diese ganzen Antworten bzw. Fragen sind deshalb so schlecht, weil sie nur aus Ihrer Perspektive gedacht sind, nur auf Ihren Vorteil bedacht. Nein, stellen Sie Fragen, die den Vorteil der Firma in den Mittelpunkt stellen, und stellen Sie Fragen, die zeigen, dass Sie sich hervorragend auf die Firma vorbereitet haben. Bringen Sie in diese Fragen ein paar Fakten ein, die Sie aus Geschäftsberichten oder von der Homepage kennen. Transportieren Sie ein hohes Interesse an dieser Firma. Und dann werden Sie erfolgreich sein. Auch dazu gibt es ein Video von mir zu den eigenen Fragen. Schauen Sie sich das gerne an. Das waren sie, die sieben dümmsten Fragen, die man als Bewerber im Vorstellungsgespräch stellen kann. Die sieben dümmsten Antworten, die man geben kann. Und ich habe Ihnen jeweils kurz erläutert, warum Sie es nicht so tun sollten. Wenn Sie sich noch weiter für Vorstellungsgespräche interessieren, lesen Sie bitte mein E-Book Geheimakte Vorstellungsgespräch. Da steht alles drin, was Sie wissen müssen, um als Top-Bewerber durchzukommen, um besser zu sein als die anderen. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie kluge Antworten geben. Und vielleicht mache ich auch mal ein Video über die sieben klügsten Bewerbungsantworten. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Ihr Martin Wehrle.